Zal je ze hebben in? Sorry, Thomas. Dan hebben we eens kleine klein. Oh. Du fragst mich wieder Zeug. Es war ein GAF-Klasse. Genau, Gruppe autodidaktischer Fotografen. Die gibt es unterdessen, glaube ich, nicht mehr. Gell? Das weiss ich nicht. Da habe ich mich nicht darum gekümmert. Aber da kann ich nicht googeln, wenn es nicht mehr gibt. Well, man kann noch googeln, man kommt noch auf die Homepage. Aber letztes Jahr wollte ich wegen etwas schauen. Aber da habe ich, das Gefühl gehabt, es hat geheissen, es gäbe es nicht mehr. Also die Idee war, dass sich ein paar Fotografen zusammenschliessen, die wollen zusammen ein Thema oder einen ganzen Lehrgang erarbeiten. Da hat es ein paar freie, schaffende Fotolehrer gegeben, die man können buchen zu einem bestimmten Preis oder zu einem bestimmten Satz. Und da hat man einfach können selber seinen Fotokurs organisieren. Genau, den Lehrgang eigentlich selber zusammenstellen miteinander. Das genau, die Idee war nicht schlecht. Ja. Ich bin halt nicht so der Studio- und was weiß ich Fotograf geworden. Nicht wirklich. Nicht wirklich, was nicht unbedingt schlimm ist. Aber du bist in diesem Bereich weitergegangen. Ja. Es ist sicher schon 7 Jahre her. Ich würde auch sagen, aber ich bin so gute Zeiteinheiten, das kann ich nicht so. Ich auch nicht, das ist auch nicht so wichtig. Meine Fähigkeit. Auf jeden Fall reden wir heute über ein Thema, das nennt sich Light Fusion. Da kann man sich wahrscheinlich nichts darunter vorstellen, das ist ja vollkommen egal, wir zeigen euch alles. Severin Etlin, etwa gleich alt wie ich wahrscheinlich. Sagen nichts. Sagen nichts, ist gleich. Spannend finde ich, du bist Pfleger in einer Psychiatrie. Ja, ich bin Psychiatrie-Krankenpfleger und arbeite nicht in dem Sinne in der Psychiatrie. Jawohl. Nicht ganz, aber es ist ein psychiatrischer Dienst. Aha. Ja, also ich tue dort Leute, die akutpsychiatrische Problematik haben, betreuen, aber daheim. Okay. Also es ist wirklich statt, dass sie in der Klinik sind, gehen wir zu ihnen. Jawohl. Mhm. Und ich denke, die Fotografie ist für dich auch ein Ausgleich zu deinem... Definitiv. Doch sehr also anspruchsvoller definitiv. Job, jetzt nicht physisch, nicht psychisch, nein, nicht physisch, sondern eher psychisch. Und ja, wir schauen doch zuerst mal das Bild an. Als ich das der Ute gezeigt habe, hat sie gesagt, Photoshop. Und ich sage, nein, nicht Photoshop. Das ist spannender daran, ist, es sieht ein bisschen künstlich oder speziell oder künstlerisch aus. Erkläre mal kurz in 2 Sätzen, was man, also wie man das gemacht hat. Ich würde mal blöd fragen. Es ist nur ein Foto, oder? Eine Belichtung, sagen wir. Das ist eine Belichtung. Gut. Genau. Das heisst, du stellst die Kamera auf ein Stativ, du hast die Belichtung starten und dann, was passiert? Dann bin ich nicht mehr hinter der Kamera. Genau. Weil das ist eben nur das Lustige an dem. Also kann man es allein machen? Also als Model und du? Oder musst du noch andere Leute haben? Rein theoretisch kann man es alleine machen. Okay. Ich habe jetzt das aber mit einem Visagist, mit dem Patrick Bucher zusammen gemacht. Bei dem Foto ganz konkret war jetzt noch nicht dabei gewesen. Das war mal so die erste Testphase, die wir nach der USA gefunden haben. Und dann haben wir weitergemacht mit dem. Und da sind wir wirklich das zweite gewesen, das Model und ich. Jawohl. Und das ist so, es ist eigentlich eine Langzeitbelichtung. Du bist drin oder draußen, Studio? Ich war hier im Studio, bewusst alles abdunkelt natürlich, beziehungsweise konnte ich das Studio nicht ganz abdunkeln, also hat man mehr in der Nacht gearbeitet. Jetzt im Winter wieder einen Vorteil. Genau, kann man kleiner anfangen. Gut. Eben, dunkel. Der erste Schritt war, man hat eine Pose gefunden für das Model. Jawohl. Zweiter Schritt, das Licht, also die Blitzbelichtung angepasst, also das Setup. Jawohl, also musst du eigentlich wie ein Porträt von dieser Person machen, du alles einstellen. Genau, ganz normal eigentlich die Studiosituation. In dem Fall haben wir noch den Blitz grün eingefärbt. Jawohl, mit irgendeiner Folie. Genau, wegen dem ist er auch recht grün. Aha. Ja. Und das ist eigentlich losgegangen. Also Langzeitbelichtung, Synchronisation auf den zweiten Vorhang, Blitzsynchronisation, dass man am Ende von der Belichtungszeit geblitzt hat. Das habe ich nicht am Anfang gemacht, weil wenn du es am Anfang machen würdest, würde es anders verschmelzen miteinander. Die zwei Arten von Lichtern. Jawohl. Also du hast zwei Arten von Lichtern. Das eine ist das Blitzlicht, was das Model aufhält, und das andere ist das Light Painting mit verschiedenen Artikeln, das sehen wir nachher. Genau, da habe ich noch ein paar Sachen dabei, kann ich dir noch zeigen. Also du hast zuerst gemalt. Genau. Also er ist im Prinzip im Dunkeln gestanden und du hast ihn dann rundum angemalt. Und dann du siehst aber nichts, oder? Mit der Zeit. Also auf der einen Seite hat man natürlich die Tools, die Light Painting Tools, wo ein gewisses Licht gibt. Man sieht ein bisschen etwas. Aha. Aber es ist schon, manchmal habe ich am Anfang noch schnell das Model suchen, aber mit der Zeit gewöhnst du dich auch daran natürlich, es auch gewöhnt sich an die Dunkelheit und du siehst ja auch schon wieder besser. Also ganz dunkel ist es ja auch nicht. Das stimmt. Aber er bleibt dann immer so stehen, oder ist es nicht so wichtig,
Mal eigentlich ist es eben schon noch wichtig. Also das Model muss relativ die Pose halten. Weil es geht natürlich auch um die Schärfe. Ja, aber du hast noch am Schluss dann noch einen anblitzen und dann wird eigentlich das Bild vom Model gemacht, oder? Genau, aber Kameraschärfe habe ich natürlich. Also, ah, du hast vorher eingestellt, ja. Die also, Schärfe kann ich natürlich nicht während dem Blitz einstellen. Also das müsste ja echt scharf sein. Also er kann sich im Prinzip während der Pose oder während dem Lightpadding kann sich schon bewegen, am Schluss muss er einfach nicht stehen. Genau, also von dem her besser nicht bewegen. Das stimmt, das ist wahrscheinlich einfacher. Es ist nicht ganz einfach. Also ich denke auch für die Models ist natürlich auch eine spezielle Situation, weil viele Models gehen eigentlich in der Bewegung in die Pose und da muss man quasi Pose halten. Aber du kannst ja im Prinzip den Schärfebereich so gross einstellen, dass es nicht so drauf ankommt. Weil das habe ich auch ja, gemacht. Du hast ja jetzt die Ohren scharf. Also ja, das habe ich natürlich auch gemacht. Ich freue mich, wenn er sich ein bisschen bewegt und du das Line Painting machst, dann wird du eher auch ein bisschen beleuchtet. Genau, das kommt, das ist der zweite Faktor. Natürlich, also ein Schärfe ist noch gut, wenn es das Model natürlich nicht bewegt. Und das zweite, wenn natürlich das Model sich während dem Light Painting innen bewegt und nachher der Blitz gibt, gibt es manchmal halt zum Teil schwarze Ränder rundherum. Ja, ja, ja. Als Beispiel. Oder eben, du hast ja irgendwo ein Licht, das nicht so passt. Okay. Ja. Schau mal, das zweite Bild, da finde ich noch fast noch krasser. Da ist irgendein spezifisches Tool im Einsatz. Ist das... das habe ich sogar dabei, ja. Genau, jetzt zeig doch das einmal. Wie das wäre was. Das ist ein... Also, da kommt natürlich noch etwas dazu. Das ist ein Rhombus, oder? In der Geometrie. Keine Ahnung. Ich könnte auch noch kommen. Also, ja, das wäre die Taschenlampe das dazu. Das ist eine handelsübliche Taschenlampe. Und genau. Das Konstrukt ist irgendwie von einer Art Gartenschlauch, nicht? Ja, das sind von einem Baumarkt. Jawohl. Ich glaube, es sind Wasserleitungen, die man dann mitmachen kann. Die zusammenschrauben, so jawohl. Das sind System. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich etwas machen, wo ich damit nicht in einer fixen oder Taschenlampe habe und auch schnell kann eventuell wechseln kann. Ja. Dann bin ich auf ein solches System gekommen. Jawohl. Das nicht relativ simpel. Dass nicht 10 Taschenlampen musst haben für das Tool. Genau. Also ich glaube, ich habe 10 Taschenlampen. Okay. Also unterdessen, es ist eben auch blöd, man muss sich aufpassen, also man könnte alle in den Kaufkurs kommen. Also ja, wie das in der Fotografie ist ein allgemeines Problem. Also. Ah ja, hast recht. Ja. Ich glaube, das kennen wir alle. Kenne ich mich drin. Nein, cool finde ich auch, dass man noch ein bisschen basteln muss, dass man das nicht kann kaufen, dass man sich ein bisschen etwas überlegen muss, was könnte ich wie machen, wie sieht so etwas aus. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Sieht relativ unspektakulär aus. Mhm. Aber da leuchtet einfach im Prinzip der Rand. Aber das Ding ist für Licht gemacht, oder hast du das auch irgendwie ins Plexiglas? Nein, das sind Plexiglas-Scheiben, wo ich nachher dazu geschnitten habe. Wo du realisiert hast, dass das hier leuchtet, wenn du durch. Genau. Und durch das, dass ohne dran alles zu ist. Man kann nachher auch anfangen spielen. Ich kann auch anfangen spielen. Aber jetzt ist es ja rot im Ding, oder? Genau, da habe ich noch rote Folie drin. Okay. Ganz einfach. Also man kann sie ja öfter mit der Folie aktiv färben. Und wie bringst du es so schön an, dass es so gleichmäßig ist? Also im Prinzip habe ich eigentlich so gemacht. Ah. Jawohl, das ist einfach immer eingeschaltet ein bisschen. Genau. Eben, von dem her finde ich jetzt die Taschenlampe, die ich da dabei habe, für so etwas nicht so gäbig, weil der Schalter da unten ist. Eben, das kommt mir ja alles auch drauf. Gewisse Taschenlampen haben da. Und da ist das eigentlich fast wieder praktisch für so Sachen. Aha. Dann hast du weil da ist alles so ein bisschen... Ja, und da hast du hin am Kopf angehabt und rundherum gefahren. Genau, und da muss man halt ein bisschen üben. Ja, und das hat gleich eine Schlierung drin, zum Teil. Durch ein bisschen Bewegung, ja. Genau. Du kannst ja nicht komplett ruhig sein, du musst es wahrscheinlich auf ein Stativ tun. Ja, und ich kann ja immer wieder zittern. Ja. Genau. Aber du siehst ja nachher vor Ort nicht, wie es aussieht. Wie manchmal hast du... Probiert man so ein Bild zu machen? Wie viel versucht? Das ist unterschiedlich. Also manchmal, eben, man hat mal irgendwie Ideen, Gedanken, geht rein, probiert aus und nachher, sieht cool aus, aber da oder da, was, und dann fährt man probieren. Und dann geht man rein. Manchmal ist das letzte Bild das Beste, manchmal ist gleich das erste schon das Beste. Ja klar, das, also, ist, ganz, das Experimentieren. Ist wirklich das Experimentieren. Und da ja, und eben, haben wir mal da das gemacht und dann über die Schulter. Jawohl. Und dann haben wir noch irgendwie, das wäre doch wie ein Helm, irgendetwas so ein bisschen zu konstruieren. Und dann haben wir uns da so reingetastet. Ja, eben, das Auge genau noch am Auge vorbei machst. Ich habe es gesehen, wahrscheinlich unter Umständen im Dunkeln, wo das durchgehst. Ist noch tricky. Aber du musst ja auch so stehen, dass du nicht sichtbar bist auf der Kamera. Genau. Ich sehe mir auch nicht. Und du bist komplett schwarz angelegt wahrscheinlich. Ja. Also manchmal habe ich auch noch Handschuhe an. Je nachdem, weil manchmal ist natürlich je nachdem der Effekt, dass sich die Hände, wenn ich irgendetwas mache. Ja. Also bei dem jetzt weniger, aber wenn ich jetzt da noch ein anderes Beispiel mitnehme, mal zeigen. Das habe ich jetzt auch gekauft. Ja, jetzt, was auf Weihnachten genau, reingeht, ist das... passt das sehr gut. Das sind ja einfach so Lichtli. Und wenn man natürlich das da in der Hand hat, sieht dann man sieht man die Handfläche, die leuchtet. Die Handfläche. Und dann lege ich alles auf Handschuhe. Okay, gut.
Und eben, wie gesagt, also eigentlich alles, was leuchtet, alles, was leuchtet kann man brauchen. Und verschiedenfarbig ist noch mehr. Man kann es noch einfärben. Das ist echt komplett auflos, was man kann machen. Ich habe schon Folien drüber da, dass es nochmal so ein bisschen wie verschleiert mit zum Teil, dass es Reflexionen im Ding innen gibt. Und kannst du dir jetzt, wenn du so etwas siehst im Laden, kannst du dir schon etwas vorstellen, wie es aussieht, aus deiner Erfahrung? Unterdessen, ja. Also ich muss auch nicht mehr so viel alles kaufen, was leuchtet. Weil ich merke unterdessen irgendwie, das sieht dir wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus wie dieses. Jawohl, wir haben hier jetzt etwas, was ganz krass, also so, ist immer das gleiche Model. Genau, das ist eine Art, wie so ein Haar, das leuchtet. Ja. Ist das? Das ist ähnlich wie das, jawohl, nicht ganz das. Ich tue es schnell da umbauen, dass man sieht. Da habe ich handelsübliche Glasfaserlampen gekauft. Die sind ja einfach so und die leuchten. Und dann leuchtet die einzelnen Spitzchen, genau. Da leuchtet jetzt einfach nur die Spitzchen. Jawohl. Und dann gibt es so solche, die nicht schwarz sind. Aha. Und dann leuchtet ja eigentlich alles, also das ist der weiss. Und da ist wieder das Gleiche, das habe ich mit dem, wo weiss ist, ganz gemacht. Wieder da rote Folie rein, nachher so, und dann kann man natürlich auch mit dem spielen. Unglaublich kreativ. Ja. Also vor allem, du kannst wirklich mit einfachsten Mitteln sehr coole Sachen machen, wo... Genau. Also im Prinzip, also wenn jemand das will, mal ausprobieren, also ich glaube, im Haushalt gibt es genug Sachen, die leuchten. Das denke ich auch, ja. Also, ja, und zwischen Taschenlampe und irgendwelche Aufsätze vorne dran. Ja, ich kenne ja Lightpainting, kennt man ja, aber ich finde so ein normales Lightpainting, habe ich so ein bisschen gesehen. Ja. Im Zusammenhang mit einem Model ist das viel interessanter oder es ist irgendwie so ein bisschen... Geht noch ein bisschen etwas her. Geht noch etwas her, ein bisschen mehr, ja. Finde ich auch. Nur eben PET-Flasche. Da habe ich jetzt noch das ist ein Mäppchen, glaube ich. habe ich 3 Tage, dass noch innen dran noch ein bisschen... Das mehr Licht gibt und gleich gibt es eine Farbe. Jede PET-Flasche, das ist, glaube ich... Das sieht noch ein bisschen aus. Ich kann es jetzt nicht Welle sagen. Ich denke, ein national erfrischendes Getränk. Genau, wo es Milch hergestellt wird. Genau. Die hat natürlich verschiedene Faserungen, beziehungsweise auch wieder Farbe. Und jetzt da habe ich auch wieder mit dem... Man kann sie auch rein theoretisch, wenn man einfach ausprobieren mal auf Taschenlampe kleben. Und da habe ich, glaube ich, das haben wir sogar... Ah ja, nur mit Klebe das ein bisschen fixiert und das hat gerade so gut gepasst. Also ich nicht reinstecken, das ist super. Das ist krass. Aber relativ simpel. Ganz, ganz cool, muss ich sagen. Weil es ist wirklich ein... Ja. Wenn ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das müssen wir unbedingt besprechen. Ein weibliches Model, Licht, rot und blau aufs Model und vorne noch ein bisschen... Oder ist das weiß abgleich? Keine Ahnung. Was meinst du jetzt? Das Model selber, wie es beleuchtet ist. Also ja, das ist schon... Also das ist ein was habe ich dort? Da habe ich ein Violett draufgegeben, von oben. Ich muss manchmal schauen, wie das Licht hat. Genau, da habe ich, glaube ich, von oben nur Violett gegeben, von der Seite. Rot und hinten blau. Hinten blau, ja. Ja, da gibt es so eine Art Kragen, wo dann auch wieder mit so das etwas... Das ist wieder das, aber wieder das andere. Wo ganz weiss ist. Ja, dann geht es weiter mit einem... Da hat sich ein bisschen bewegt im Gesicht, oder? Ja. Ist das... Gut, das ist eine Kombination natürlich, weil sie sich abdreht, ist natürlich das Licht, das von oben kommt, nicht so im Gesicht. Und dann hat man eigentlich mehr Licht eigentlich vom Lightpainting-Tool selber. Aha. Und dann gibt es eine kleine Unschärfe drin. Und das sind jetzt so irgendwelche Sachen, die länglich sind, also die Lichter, die länglich auf einem Stab sind, eine Art? Nein, das ist... Ich sehe so einzelne wie so hintereinander, in einem gleichen Abstand. Das habe ich jetzt nicht dabei, das ist egal, aber ist so ein LED-Band, mehrfarbig. Okay. Man kann einstellen, was für die Farbe das man will. Und die Punkte entstehen aus dem heraus, dass die meisten LED-Tools die funktionieren ja eigentlich in einer Frequenz. Genau, also, darum ist es nicht durchgehend. Darum ist es nicht durchgehend, oder? Wenn ich jetzt, bei dieser Taschenlampe ist jetzt zum Beispiel auch noch interessant, wenn ich jetzt auf volle Leistung gehe, dann habe ich eigentlich relativ homogene. Wenn ich die Leistung runter tue, die tun ja eigentlich nicht die Leistung reduzieren, sondern die Frequenz reduzieren. Und durch das wird es dünfler. Wie blinken? Die blinken jetzt. Und mit dem kann man natürlich auch arbeiten. Ja.
mit dieser Frequenz kann man das natürlich mit der Geschwindigkeit. Sieht man da gut, dass es genau. So einzelne Punkte sind, die dann eben die Frequenz markiert. Also die blinken, für uns sind sie nicht sichtbar blinkend, oder? Aber sie tun. Aber es lenkt bei der wenn man es fotografiert, lenkt es relativ schnell eigentlich, dass man es sieht, dass es blinkt. Und da kommt natürlich auch mit der Geschwindigkeit darauf an, wo man natürlich die ganzen Tools bewegt. Hast du noch nie ein Model irgendwie im Dunkeln? Aus Versehen schon. Und wie lange beleuchtest du denn so ein Bild? Also ungefähr? Sind sicher also unterschiedlich, aber ist es 1 Minute, 2 Minuten? Es ist unterschiedlich und ich kann das nicht mal genau sagen, wenn ich es gemacht habe. Ich habe die Kamera meistens irgendwie auf 3 Minuten eingestellt und nachher habe ich aber mit dem Fernauslöser, wenn ich fertig war, eigentlich ja, aber im Prinzip beendet. Kannst du ja so lange beleuchten, wie du willst, solange es stockdunkel ist, spielt es ja keine Rolle. Ja, genau. Und es ist eine handelsübliche Kamera, nicht irgendeine, die zum Beispiel die Olympus von Live Composite hat, wo du eigentlich siehst, wie das Bild wächst. Ja. Also du siehst ja, wie es nichts, nein, wie es rauskommt. Du stoppst irgendwann, schaust an, denkst, gut, wir müssen noch einmal, oder eben auch nicht. Stimmt, Olympus hat so eine Funktion. Das nennt sich Live Composite, wo dann eigentlich alles, was Licht ist, oder das Licht dazukommt, wird addiert zum Bild und ist dann sichtbar auf dem Display. Und dann kannst du einfach so einzelne Striche machen und dann wieder schauen, ist gut. Ja. Oder dann noch einmal. Ist vielleicht spannend, mit dem das mal zu machen. Ja, ich kann dir sonst mal eine mitbringen. Ja. Ist keine Olympus-Werbesendung. Ein anderes Model, andere Pose und dann im Prinzip ein Kragen. Einerseits mal mit also, gelbem Licht. Das ist, jawohl, das ist wieder die Stern. Die Weihnachtsdeko. Die Weihnachtsdeko. Das ist wirklich jetzt. Und krass finde ich. Kaputt. Ah, mein Leid hält mich kaputt. Ja, ist er. Kommt wieder. Ja. Und es ist krass, die Pose vom Model ist im Prinzip gleich. Eigentlich hat die zwei Augen offen, aber es sieht komplett anders aus. Nur durch das. Eigentlich sieht es wie so ein Kleid in Afrika, also passend zum Model. Und links sieht es so aus wie so ein bisschen Schmuck oder. Ja, einfach komplett anders. Nur durch das, dass er es. Gut, das ist mir schon auch noch in Sinn gekommen. Es gibt ja das afrikanische Volk, wo die Ringe da haben. Genau, so sieht es aus. Ja. Gut, die hätte man fast müssen. Ja, ein bisschen enger. Ja. Aber das Zeug kommt natürlich erst nachher in Sinn, wenn du das Bild anschaust. Eben, das ist auch so entstanden. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Pose mal. Man hat die Pose gefallen vom Licht her und dem aber. Und dann zeigst du dem Model selber ein Beispiel, damit sie sich vorstellen können. Die meisten können sich gar nicht vorstellen, was du machen willst. Denkt ja, so ein schräger Vogel dort im Dunkeln, wie so wie das Verleuchtung kommt. Angefangen haben wir immer eigentlich mit dem, dass ich mal etwas so ein bisschen gezeigt habe, was das ist. Und so ein bisschen erklärt, okay, wie ist das Vorgehen. Weil eben, es ist ein spezielles Vorgehen, es ist nicht so stand. Man geht an einen schönen Ort und ein paar schöne Fotos, was ja auch cool ist. Aber es ist wirklich eine spezielle Art und das Model muss halt wirklich sich halt in das reindenken können. Und das ist wirklich, es passiert ja auch. Also es ist recht ein dynamischer Prozess. Also wir sind jetzt dritte, eben Patrick, ich, das Model. Und es wird diskutiert. Ich tue Alex auch auf der Rechnerfoto, kann ich auf der Rechner fotografiert, den Bildschirm eigentlich nicht zum Model, aber nachher kann ich drehen. Das Model auch nicht unbedingt die Pose jetzt gerade müssen verlassen und dann haben wir wieder überlegt miteinander, okay, was gefällt uns, was gefällt uns nicht, wenn wir das ausprobieren. Ja, aber das ist echt spannend, dass es ein Teamwork, also eine Teamarbeit ist und nicht einfach nur ein stures Vorgehen, ich muss genau das Bild machen, sondern dass du kommst. Ja, und du kommst ganz an einen anderen Ort an, als du ursprünglich mal überlegt hast, das willst du machen. Ja, also, ja. Aber das ist echt interessant. Ich glaube, wir haben keine. Also, ich habe vielleicht schon Überlegungen gehabt im Vorgang, aber ich glaube, wir haben keine von denen umgesetzt. Ja, aber das ist schön. Oder hat die nicht gepasst oder hat nicht funktioniert. Das ist ja schön am Fotografieren. Und jetzt im Winter, was dunkel ist, kann man so Zeugen umso besser machen. Ja. Also, das ist echt super. Dann Ganzkörper. Einerseits ein Kleid, also auf der linken Seite ein Kleid, das so ein bisschen wie ein Rock aussieht. Und hinten durch dann irgendwie noch ein Hintergrund. Ich hätte mir so ein Video mitbringen, wie du das machst. Wie viel siehst du wahrscheinlich nicht? Siehst du einfach ein Lichtstab, ist noch der gelbe, da, den du dabei hast. Genau, das ist zwar eine längere Variante. Jawohl. Das ist der. Das ist das Kastmäppchen. Nein, das sind. Die braucht man heutzutage nicht mehr so, aber früher hat man die FL-Lampen einfärben. Und das sind so Röhren. Wo du kannst eigentlich quasi die Röhren reinstecken und dann musst du einfärben. Und die sind, weil man sie nicht mehr so braucht, Aktion gewesen. Ja, klar. Dann habe ich gerade mal eine Schwette eingekauft. Gut. Und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, die Hälfte eigentlich von denen. Und da habe ich natürlich noch längere. Das ist jetzt, sind jetzt längere gewesen. Eben, eine ist gelb, eine ist blau. Und eigentlich das Gleiche. Und da habe ich jetzt einfach da noch
da ist noch ein bisschen Silberfolie, dass es da nochmal reflektiert. Dass man jetzt das Licht wieder zurückkommt, ja, und man jetzt nicht vorne rausgeht. Genau, ja, das ist relativ homogen, nicht, ja, ganz. Das ist, also man merkt schon da und da ist heller. Ja, dort wo mehr Licht kommt, ja, und da geht es wieder rüber. Da hat es noch irgendwie Staub drin gesehen. Ja. Ja, aber eben, das ist ja, siehst du ja wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht geht. Das ist schon noch ein bisschen geil. So ein bisschen, ja, theoretisch könntest du jetzt hier noch einen Ring draufkleben mit dem Dings. Da gäbe, genau, es dann so einen, also ja, ähnlich wie auf dem rechts ist es dann. Das ist etwas anderes. Das ist noch etwas anderes, aber dann könntest du noch eine Struktur reinbringen, ja, ja, ins Licht. Also es ist schon. Eben, ich habe zum Teil auch den abgeklebt, wo ich irgendwie nur so ein Stück wählen kann. Ja. Zum Teil, oder, Und je nachdem, wie fest das Taschenlampe leuchtet, hast du dann eher eine unterbrochene Linie, weil es, genau, von der Frequenz her. Frequenz beziehungsweise die kann, ah, die kannst du natürlich auch, okay. Ja, ich könnte auch noch, kannst auch noch SOS blinken. Wenn man das dann sieht auf dem Foto, ist die andere. Genau. Aber ja. Ja, aber es ist krass, mhm, mit relativ wenig, also kein wenig, es sind so viele verschiedene Materialien, aber eigentlich im Prinzip eine Taschenlampe und ein bisschen Kreativität. Genau, und experimentieren. Das Weisse, das ist im Prinzip wieder ähnlich wie das. Das, ja, ist aber nur, das ist, glaube ich, so eine grosse Scheibe, die ich gemacht habe. Jawohl. Und da habe ich, die sieht man eben den Taschenlampeneffekt, das Flackern. Aha. Also die Stepp. Ja, das ist nicht, das ist eine schwere Schlauchenart, oder? Also, genau. Ja. Und eigentlich habe ich dort noch quasi die Pfand beschmutzt. Also ich habe eigentlich die Rille so angekritzt. Aha. Und durch das gibt es dort wieder eine Lichtbrechung, also passiert dort auch wieder etwas. Also man kann mit denen wirklich ganz sauber arbeiten, da hat man wirklich nur Kanten. Da kann man natürlich, man könnte da jetzt zum Beispiel Fett drauf tun. Ja. Manchmal passiert das automatisch. Automatisch, ja. Da passiert auf der Fläche auch wieder etwas. Oder man tut es dir wirklich ankratzen. Man könnte es ja auch mit einem Schleifpapier zum Beispiel. Ja. Da hast du auch schon wieder andere Effekte. Also mit dem kann man auch schon wieder spielen. Unglaublich. Dann haben wir noch einen Mann, der, mhm, links sieht so aus wie ein Tuch. Das ist krass. Mhm. Also wie wenn man ein Tuch einfach drüber legt. Das war wahrscheinlich auch der, ja, Stil des Effekts. Genau. Aber wenn man das nicht so nah an, also wenn man das jemandem zeigen würde, der keine Ahnung hat, würde sagen, der hat ein Tuch auf dem Kopf. Das ist krass. Also kannst du wirklich, ja, Sachen machen, die aussehen wie etwas, mhm, aus der Realität. Das Gesicht ist geschminkt, oder? Also, genau, der Streifen, ja, links auf beiden Bildern. Das hat sich der Patrick noch ein bisschen ausgelebt. Ja. Aber finde ich cool, eben, dass der wieder so etwas auf Platz hat. Ja, und rechts ist ja natürlich, kann man sehen, rechts, dass er Pose gehabt hat und dass er dann rundherum gemalt, mhm, hat. Das, also, es sieht so aus, als hätte er eine Halskette an. Ja. Aber durch das, dass der Arm so ein bisschen mit drin ist, wird drumherum gemalt. Das ist vielleicht noch schwierig. Das ist schon auch drin rein. Also, ja, aber es wird dann schwierig. Ich bin ja nach dem mit dem, das ist, glaube ich, auch irgendwie so etwas Ähnliches, ja, gewesen, da, aber mit, bin ich also drin und quasi wie umgeschmeichelt der Körper eigentlich auch wieder. Ja, ja, das fragt sich wahrscheinlich jeder, ob man das Zeug selber muss produzieren muss, oder ob man das irgendwo kaufen kann, oder ob man das bei dir bestellen kann. Oder ob du Workshops gibst. Also, das kann man bei mir nicht kaufen, das kann man überall kaufen. Das, die Sachen, ich finde, es macht auch nicht Sinn, dass ich jetzt das anbiete und so Sachen produziere. Es ist halt sicher ein kleiner Markt, aber wenn jetzt irgendjemand, genau, sagt... Es gibt schon, es gibt Anbieter. Okay. Ich glaube es jetzt nicht, also ich weiss von Amerikanern, die so Tools machen, wo man könnte bestellen, ja, zum Teil ähnliche Sachen, aber ja. Aber im Prinzip mal Taschenlampen nehmen und mal überlegen, was könnte man dort, ja, drauf tun. Und es ist billiger, wenn man das so im Baumarkt das Zeug natürlich kauft, schon, aber es gibt natürlich Leute, die haben jetzt nicht irgendwie einen Haufen Zeit. Aber ich bin nur ein Bastler. Das, ja, man muss natürlich auch ein bisschen ein Bastler sein. Ja, ja. Aber ich denke, das wird belohnt durch kreative Bilder, ja, und außergewöhnliche Sachen. Also ich finde, das ist schon entscheidend. Workshop rein theoretisch, ja, habe ich noch nie gemacht. Aber wir müssen einfach genug Leute, super, sein. Ja. Ja, schreibt immer mal einfach ein Mail, wenn ihr Interesse habt. Und wenn alles, Mail schickt, dann, juhu, kommt vielleicht etwas zustande. Eigentlich sehr gerne, weil es ist eigentlich spannend. Das ist eigentlich auch spannend. Man lernt ja auch wieder Leute kennen. Und ja, es wird ja noch kreativer. Und es wird wahrscheinlich extrem lustig. Also, ja, ja, das ist recht spassig. Aber. Glaube ich, glaube, ja, schon. Wie bist du auf die Idee grundsätzlich gestoßen? Oder wo hast du angefangen? Mit dem. Ich sehe, du sind Fiebermesser. Oder, ja, so einen, oder so einen Thermometer. Oder also eben Light Painting, das ist ja nichts Neues. Das ist also, klar. Meine, das hast du schon die Picasso gemacht. Das weiß ich nicht, okay. Er hat auch schon Light Painting gemacht, das ist noch lustig.
Und von dem her bin ich irgendwann halt vor Jahren auf das Thema gestoßen und habe schon dort ein bisschen experimentiert und glaube, das ist wirklich das erste Tool, das ich damit gespielt habe. Das ist so das Werbegeschenk für Cocktails zu rühren, Stäbli, und da haben sie es leicht eingebaut. Damit man den Cocktail kann markieren kann? Genau, irgendwie, der weiss, rot ist leer oder ich weiss genau. Nicht für was. Mit oder ohne Alkohol. Zum Beispiel. Und mit denen habe ich eigentlich mal das erste Mal irgendwie spielen. Einfach nur so von der Kamera. Und der ist eigentlich weitergegangen. Ja, und dann mit Velolämpli und was gerade oben war. Und jetzt mit LED haben wir sowieso viel mehr Möglichkeiten. Und nur schon die LED-Streifen, die kannst du theoretisch frei fast Zweck schneiden und basteln und machen. Also es gibt auch extreme Möglichkeiten, gerade mit der LED-Technologie. Es gibt ja, ich habe mir letztes Mal überlegt, es gibt ja die Schuhe, die Kinderschuhe mit den Lämpli, könnte man eigentlich da brauchen. Ja, also es geht ein Haufen. Es gibt einfach so viele Sachen, die leuchten. Manchmal zu viel. Das ist klar. Wie hat die Fotografie grundsätzlich dein Leben verändert? Wie lange fotografierst du schon? Ich glaube, es angefangen habe ich so mit 18. Okay, dann war schon. Das ist schon Zeit mehr als 2 Jahre. Ja, knapp. Ja, und angefangen haben wir wirklich, also ich habe dort irgendwie die Fotoausrüstung von meinem Vater im Keller gefunden. Cool. Mit Dunkelkammer und alles, also analog noch. Das ist natürlich gut, ja. Mit einer Kleinbildkamera, noch recht ein spezielles Gerät eigentlich. Müssen wir, wie sagt man, schon wieder suchen von oben. Gibt's ja, dann kann man das nicht sagen. Weißt du, wo alles seitenverkehrt ist und gar nicht schlagen damit. Mit dem habe ich eigentlich angefangen. Furchtbare Fotos am Anfang gemacht, alles überbelichtet, unterbelichtet. Ja, aber so lernst du wahrscheinlich am besten. Und danach entwickelt und dann eigentlich recht lange eigentlich analog fotografiert, entwickelt, also selber vergrößert, Film entwickelt, also was schwarz-weiß war. Und dann zum Teil dann halt scannt und so nach der digital weiterbearbeitet und irgendwann mal die Kauf von der ersten Kamera, also Digitalkamera. Und dann hat mich mit dem so reingeschlichen. Und heute ist es ein. Es ist mehr als ein Hobby, oder? Es ist mehr als ein Hobby, ja. Also, es ist natürlich eine Berufung. Ja, das tönt so ein bisschen. Ja, aber ich kann mir schon. Ich weiß schon, wie es ist. Du hast einfach, es ist einfach eine Passion. Und wo wahrscheinlich, wenn du das nur noch hauptberuflich machen würdest, wäre es wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche. Weil du könntest nicht mehr so freie Sachen machen und im Zeug um experimentieren. Ich würde das gleich noch machen. Natürlich, aber du hättest also vielleicht zu wenig Zeit, weil du musst ja so viel arbeiten, damit du genug Geld verdienst, dass es gar keine Zeit ist, um so ein bisschen. Es ist so, gut, ich arbeite jetzt auch zum Geld verdienen, einfach etwas anderes. Genau. Aber dafür kannst du fast 100% so experimentieren. Ja, nicht ganz. Weil ich biete ja meine Dienste auch als Fotograf an. Also ich bin, sagen, Teilzeit selbstständig. Jawohl. Wie viel Prozent schaffst du denn? Also, 60. Okay, also hast du noch... Und diese 100 mache ich Fotografie. Ja, ist klar, ist gut. Ja, aber das ist auch der richtige Weg, finde ich. So ein bisschen etwas, wo deine Rechnungen zahlt und nebenbei etwas, wo Spass macht und wo ein bisschen Geld kannst verdienen und wo du auch kannst ausleben. Ich bin zwar jetzt momentan so ein bisschen für mich so ein bisschen am Überlegen, wie will ich weiter? Ja, ist klar. Das ist so ein bisschen eine Umbruchsituation. Aha. Aber ich weiss jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Ja, was sind die Alternativen? Also wenn ich richtig kann es weitergehen? Ich habe mir schon überlegt, es wäre noch eigentlich interessant, mich auch anzustellen als Fotograf, irgendwie halt 60%. Das ist nicht, nicht ganz leicht. Du musst halt einen Job finden, ja. Genau, nicht ganz leicht. Jawohl. Aber ich habe mal ein bisschen meine Augen offen. Vielleicht hat jemand einen Job anzubieten. Nur melden. Nur melden. Ja, vielleicht auch volle Selbstständigkeit. Ist halt mit Risiken verbunden. Ist mit Risiken. Und da wir Schweizer ja so risikofreudig sind. Genau. Du gehst nach wie vor 60% arbeiten. Ist das nicht der leichteste Schritt? Ja, ist klar, ich kenne es. Ja, es ist... Ja, ja. Nein, eben, ich glaube, es ist eine sehr komfortable Situation. Also wenn der 60% Job, den du jetzt machst, halbwegs Spass macht und okay ist, dann... Also weil eine Selbstständigkeit 100% ist schon sehr... Ja, also das Erste ist quasi, was man muss machen, seine Bedürfnisse absetzen. Genau, das ist klar, das sowieso. Du kannst nicht einfach so weiterleben, weil es kommt nicht so weniger hin. Tools basteln. Ja, oder günstigere Tools. Oder? Sehr gut. Ja. Vielen Dank, dass du da bist. Gern schön. Danke, dass ich hier kommen durfte. Wenn irgendjemand eine Frage hat, direkt hierhin. Wenn jemand mal das Sofa will mit einer coolen Idee, auch wenn sie komplett schräg ist, schreibt mir ein Mail. thomas@fotokästchen.ch. Ich bin wieder fasziniert, was für kreative Leute es gibt. Und von denen sollte es viel mehr geben. Danke. Danke auch.